ich habe mich da in so eine Frau verguckt. Und ich wusste gar nicht, ja, ohne Sinn und Verstand. War einfach so. Und damit kam ich erstmal nicht klar, aber ich glaube, ich kam damit auch nicht klar, weil ich mich nicht als Lesbe empfunden habe. Und das war ein Punkt, wo ich mir, glaube ich, gewünscht habe, einfach normal zu sein. Und dann wurde mir das ja immer klarer, so, du bist keine Lesbe. Ich hatte ja auch noch keine Begriffe. Also auch wenn ich vorher immer sagen konnte, ich bin keine Frau, hatte ich ja noch nicht unbedingt die Begriffe dafür, was ich bin. Und wozu haben dir die Begriffe geholfen? Ich frage mich manchmal, ob die Begriffe nicht eigentlich nur helfen, damit es der Umwelt hilft. Weil eigentlich hilft es nur den Leuten draußen, dass die irgendwie mich einordnen können. Weil mir persönlich ist das scheißegal, welchen Begriff ich habe. Wenn jemand ab morgen sagt, das, was du bist, nenne ich jetzt Banana Murks, dann hätte ich endlich einen Begriff. Dann kann ich sagen, okay, dann bin ich eben Banana Murks. Ist mir scheißegal. Also. Würdest du jetzt sagen, du bist transsexuell? Ist das ein Begriff für dich? Ja, also transsexuell schon. Manchmal sage ich halt auch, ich glaube, ich habe einen großen transsexuellen Anteil in mir. Also ich habe von einer Definition gelesen, die eben ganz klar sagt, du musst eigentlich auf direktem Wege deinen Körper und dein Geschlecht ändern wollen und Testo nehmen wollen und alles nehmen wollen und ganz schnell. Und du musst eigentlich auch bereit sein, schon fast alles hinter dir zu lassen, am besten deinen Job hinzuschmeißen, deine Familie zu verlassen, deine Freundin zum Mond zu schicken oder sonst was. Und dann bist du transsexuell. Und wenn das transsexuell ist, dann bin ich nicht transsexuell. Weil ich gehe den Weg, so wie ich meine, wie mein Rhythmus ist. Und wenn ich meine, dass ich das Pferd von hinten aufzäume, dann mache ich das. Und ich habe zum Beispiel erst meinen Namen geändert. Und jetzt werde ich die Brust-OP machen. Und wenn ich dann irgendwann meine, ich möchte jetzt Hormone nehmen, dann mache ich das. Und ich weigere mich einfach, diesen vorgegebenen Weg zu gehen, nur weil andere ihn so gehen oder weil Bürokraten sagen, dass es so sein müsste. Weil die eigentlich definieren, wie ja die Krankheit eigentlich zu sein hat. Aber ich bin Mensch. Und ich mache die Schritte, wo ich hundertprozentig hinterstehe und wo ich weiß, dass ich mich damit gut fühle.